Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender 2017 mit dem Schwerpunktthema Operationsverstärker. Und da machen wir jetzt heute Türchen Nummer 22 auf. Wer sich die Upload-Zahlen anguckt oder die Upload-Daten anguckt, der wird feststellen, dass hier was ein bisschen durcheinander geraten ist. Und zwar hatte ich jetzt der im Tag 13 so einen Bock geritten, dass ich das nachträglich nochmal ändern musste, das Video. Und darum springen wir jetzt vom Tag 21 auf den Tag 13, auf den Tag, ja, und so weiter. Das sind halt die Sachen, die wirklich passieren. 22. Mir ist lieber, dass ich so einen Fehler dann auch mal zugebe. Ja, die Kommentare sehe ich dann schon wieder. Wie gesagt, das Geilste war bis jetzt immer noch der Hurensohn, aber ja. So, da sitzt drin ein Kondensator. Ein normaler Scheibenkondensator. Gut, gucken wir mal ins PDF. Tag 22 Schwebungstöne. Hinter Türchen 22 finden Sie einen weiteren Kondensator von 100 Nanofarad. Damit können zwei Oszillatoren mit gleicher Frequenz aufgebaut werden. Dann bauen wir mal. Und zwar machen wir das jetzt wieder so wie gerade eben. Ich rupfe die Schaltung komplett auseinander, weil ich dies natürlich jetzt hier erstmal aufbauen muss und wir jetzt vom Tag 13 zum Tag 22 springen. Von daher macht das ausnahmsweise mehr Sinn. Normalerweise argumentiere ich ja immer, dass man die Schaltung vom einen Tag zum nächsten weiterentwickelt. Das ist hier und heute jetzt mal ausnahmsweise, werde ich mir da meiner Argumentation untreu. Weil auch alle YouTube-Videos, die ich so zu diesen Kalendern gesehen habe, das macht keiner. Die bauen alle von einem Tag zum nächsten auf. So, die Platine ist wieder fast jungfräulich, fast. Und ich sehe wieder eine Brücke, die ich für äußerst sinnvoll halte. Diese nämlich. Ich wollte gerade sagen, der hängt in der Luft. Ne, Moment. Der wird über den 2,2 Kiloohm versorgt und der geht hier oben rüber. Da kann ich den aber auch doch direkt da reinstecken. Oder? Dann fangen wir mal an, erstmal Brücken bauen. Das ist mal das Wesentliche. Da brauchen wir die kleine Nackte. Die muss hier hin. Da brauchen wir noch eine zweite von. Die muss dahin. Brauchen wir eine Brücke? Ja, die Brücke ist da, da habe ich keine andere. Dann brauchen wir noch mal in die Gegenrichtung eine Brücke. Beziehungsweise die können wir für Optik wegen auch ein weiter nach oben setzen. Dann brauchen wir da noch eine rüber. Da haben sich die Weißen eigentlich immer bewährt. Dann kommen jetzt hier diese Brücken ins Spiel. Drei. Da. Und dann kommt diese Brücke. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste. 100 Kilo. 104. Braun, schwarz, gelb. Der liegt hier oben in dem zweiten Loch. Ja. Und der kommt dorthin. Ja,
Dann brauchen wir noch mal 100 Kilo. Braun, schwarz, gelb. Der liegt hier unten. So. Na, schief. Na, egal. So, und dann brauchen wir noch mal braun, schwarz, gelb. Und der geht hier auf den Ausgang. Ja. So, dann hätten wir als nächstes 10 Kilo. 1, 0, 3. Braun, schwarz, orange. Ja, und dann haben wir nochmal braun, schwarz, orange. Und dann brauchen wir 330 Kilo. 3, 3, 4. Orange, orange, gelb. Ja, und dann brauchen wir nochmal orange, orange, gelb. Einmal hier unten. Dann brauchen wir nochmal orange, orange, gelb. Ja, warum die den jetzt also wieder hier schief einbauen, warum die da das, ja, gestalterisch-künstlerische Freiheit, sage ich mal. So, und dann brauchen wir 2,2 Kilo. 2, 2, 2. Rot, rot, rot. Ja. So, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir ein Elko von dem Weißen. Oh, da haben wir noch eine Brücke vergessen. So, die kommt dahin. Dann versetzen wir den einfach ein bisschen nach oben. Dann brauchen wir die beiden 100 Nano. Das sind die großen. Der eine kommt dahin. Und der andere. Ja, das ist jetzt mein Problem. Da habe ich nämlich die passende. Den muss auch ich hier schief einsetzen. Also hier und ich hätten gerne gerade, aber da hätte ich die Brücke dann tiefer ziehen müssen. Naja, ist halt alles so. Ist halt alles, wie es ist. So, dann brauchen wir den schwarzen. Der geht hier oben. So, der rote ist der innere, der gehört an den 2,2 Kilo Ohm Widerstand. So, das soll es gewesen sein. Dann gucken wir mal. Jo. Ha, Ruhe. Das soll Tag 22 gewesen sein. Kommt als nächstes Tag 23, Orgel zweihändig. Ja, bis dahin. Tschüss.